Heute gibt es wieder eine Motivtorte und hier ist es ganz egal, ob ihr sie für eine Babyshower-Party verwendet, für eine Taufe oder einen Kindergeburtstag. Mit diesem Motiv könnt ihr ganz variabel sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es wieder eine Faultline-Torte. Die Faultline-Torten, absolut beliebt und totaler Trend momentan. Ich bin dem Trend ja auch schon mehrfach verfallen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mensch, das müsste doch eigentlich auch in Fondant funktionieren. Gesagt, getan, deswegen gibt es heute eine Faultline-Fondant-Motiv-Torte. Ich habe sie mal in hellblau gemacht. Ihr könnt von der Farbe natürlich ganz variabel sein. Ob hellblau, rosa oder eine ganz andere Farbe. Hier könnt ihr natürlich diese euren Bedürfnissen, je nachdem für was ihr sie benötigt, natürlich auch anpassen. Ich habe am ersten Tag damit gestartet, den Schokokuchen zu backen. Ich habe hier einen Schokorührkuchen gebacken. Das Rezept habe ich euch schon letzte Woche gezeigt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das jetzt hier oben auf dem i in der Infocard. Dieses Schokorührkuchenrezept habe ich insgesamt 2,5 Mal zubereitet. Also ich habe eine Portion angeschlagen, habe diese in 20 cm Durchmesser gebacken, habe das Ganze nach dem Auskühlen noch einmal wiederholt, sodass ich 2 20 cm Schokorührkuchen habe und habe dann noch einmal das halbe Rezept angeschlagen und dieses in 16 cm gebacken, sodass ich nachher 2 20 cm und einen 16 cm Schokorührkuchen hatte. Am nächsten Tag, mein Kuchen war vollständig ausgekühlt und kann so nun super weiterverarbeitet werden. Da starten wir jetzt auch. Ich zeige euch, wie die Torte jetzt am zweiten Tag gefüllt, eingestrichen und auch dekoriert wurde. Los geht's am zweiten Tag. Gefüllt wird die Torte mit einer Mascarpone-Creme. Diese habe ich vorbereitet und in einen Spritzbeutel gegeben. Eingestrichen wird die Torte mit einer fondanttauglichen Buttercreme. Ich verwende sehr gerne die italienische Meringue-Buttercreme. Diese habe ich in der doppelten Menge zubereitet. Das Rezept dazu findet ihr jetzt hier oben in der Infocard. Zum Tränken der Schokokuchen passt super, super lecker Orangensaft. Alternativ könnt ihr selbstverständlich aber auch andere Säfte oder auch Läuterzucker verwenden. Meine drei Kuchen, wie ich schon gesagt habe, sind schon vorbereitet. Ich habe schon den leicht gewölbt gebackenen Deckel abgeschnitten sowie alle drei Kuchen einmal in der Mitte quer durchgeteilt. Außerdem werden zwei Cakeboards verwendet. Ich verwende heute eine etwas dickere Tortenpappe und wo ihr die zu kaufen bekommt, ich verlinke euch diese in die Infobox. Diese sind genauso groß wie meine Kuchen, also wie die zwei großen Kuchen, nämlich 20 cm im Durchmesser. Auf eins der Tortenpappen gebe ich etwas Buttercreme, verstreiche diese, damit der erste Kuchen nun auch auf der Tortenpappe kleben bleibt, gebe den ersten Schokokuchen darauf, tränke diesen mit dem Orangensaft und da die Mascarpone-Creme nicht fondanttauglich ist, muss sie gut mit einem dicken Buttercremerand nach außen hin zum Fondant abisoliert werden. Deshalb spritze ich zuerst einen dicken Buttercremerand und fülle schließlich in die Mitte die Mascarpone-Creme. Hier folgt nun der zweite Kuchenboden obendrauf und nachdem auch dieser getränkt ist, wird die Torte mit einer ersten Schicht Buttercreme eingestrichen. Diese erste Schicht muss noch nicht ganz so ordentlich sein, sie dient in erster Linie zur Krümelbindung. Auf die Oberfläche gebe ich nun mittig eines der beiden kleineren Kuchenstücke, tränke diese, gebe Mascarpone-Creme hier darauf und verzichte auf den Buttercreme-Ring, da dieses kleine Kuchenstück nicht mit Fondant eingekleidet wird. Bevor die Torte nun schließlich zum Durchkühlen in den Kühlschrank kommt, wird auch das kleinere Kuchenstück einmal mit einer dünnen Schicht Buttercreme von außen eingestrichen. Die
Die obere Torte wird genauso gefüllt wie die untere große Torte und muss nach ihrem ersten Buttercreme-Einstrich ebenfalls in den Kühlschrank zum Durchkühlen. Nach etwa 30 Minuten Kühlzeit, die erste Buttercremeschicht ist fest geworden, hole ich wieder die untere, die doppelstöckige Torte und streiche sie mit einer zweiten Buttercremeschicht ein. Bevor diese aber nun wieder in den Kühlschrank kommt, wird das mittlere Element mit Zuckerperlen dekoriert. Und was ich hier nicht bedacht habe, die Zuckerperlen, die runterfallen, kleben natürlich auch an der unteren großen Torte. Und da diese mit Fondant eingekleidet wird und schön glatt bleiben soll, gebe ich einfach etwas Backpapier drumherum, nehme meine selbst zusammengestellte Streuselbox, mische daraus die Streuselmischung und dekoriere schließlich das mittlere Element mit den Zuckerperlen. Die Torte kommt nun wieder zum Durchkühlen in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit wird die obere Torte mit der zweiten Schicht Buttercreme eingestrichen. Nachdem die Torten im Kühlschrank fest geworden sind, werden sie mit Fondant eingekleidet, beziehungsweise das untere Element der doppelstöckigen Torte und die obere einzelne Torte. Ich habe hier 750 Gramm weißen Fondant mit ein wenig blauer Lebensmittelfarbe hellblau eingefärbt und rolle diesen nun länglich aus. Die untere große Torte und die obere Torte hatten eine Höhe von 10 cm und deshalb wird er in der Breite etwa 12 cm ausgerollt und in der Länge genauso wie der Umfang der Torte ist. Damit er schön gleichmäßig dick wird, verwende ich noch Ausrollhilfen, schneide eine Seite gerade ab und die zweite Seite etwas unordentlich und wellig, franze diese Seite mit meinen Fingern noch ein wenig aus. Und decke schließlich das untere Element der Torte mit dem Fondant ein. Mit einem Fondantkletter wird die Torte noch etwas geklettet und anschließend wird die obere Torte eingekleidet. Ich beginne mit der Oberfläche. Dazu habe ich Fondant ausgerollt, gebe ihn schließlich auf die Oberfläche, streiche den Fondant glatt und wende die Torte einmal auf den Kopf, denn so lässt sich der Überstand nämlich viel leichter abschneiden. Nachdem die Torte wieder zurückgewendet ist, stelle ich sie auf einen kleinen umgedrehten Teller, damit sie ein wenig höher steht, rolle erneut Fondant in der entsprechenden Breite aus und schneide zuerst auf die eine Seite die Kronenzacken. Dazu schneide ich ein Dreieck aus und dieses dient mir nun als Schablone, damit die Zacken schön gleichmäßig werden. Die untere Seite wird ebenfalls etwas unordentlicher abgeschnitten, mit den Fingern ausgefranst und anschließend der Rand der oberen Torte damit eingedeckt.
Am hinteren Bereich habe ich die Zacken so gut wie es geht zurechtgeschnitten, sodass es aneinander passt, und nachdem die Torte nun schließlich auch ein wenig geklettet wurde, habe ich sie aufeinander gestapelt. Zum Stützen, damit die obere Torte nicht in die untere Torte einsinkt, verwende ich diese etwas dickeren Strohhalme, von denen ich nun 4 Stück in die Torte hineinstecke, bündig abschneide, auf die Oberfläche noch ein wenig Buttercreme gebe und schließlich die obere Torte darauf setze. Die Faultline arbeite ich noch ein wenig aus. Es war doch durch das Aufeinanderstapeln ein wenig zusammengedrückt, aber der Fondant ist ja noch weich, das ist überhaupt kein Problem. Und schließlich habe ich silberfarbene Lebensmittelpuderfarbe mit Zitronensaft angemischt und male die Faultline schließlich oben und unten rundherum damit an. Für die Kugeln, die auf den Kronenzacken sind, verwende ich hellblaue Schokoknusperkugeln mit einem spitzen Gegenstand. Ich nehme hier mein spitzes Modelliertool, pieke ich ein Loch hinein. Bitte seid hier mega, mega vorsichtig, dass ihr mit eurem spitzen Gegenstand nicht abrutscht und euch ja nicht verletzt. Bitte seid damit sehr vorsichtig. In das Loch stecke ich schließlich ein Stück rohe Spaghetti-Nudel und so kann ich die Kugel auf den Kronenzacken ohne Probleme in den Fondant hineinstecken. Meine Torte wird auf einem Cakeboard präsentiert. Dieses Cakeboard dekoriere ich mit Fondant. Hierzu habe ich verschiedene pastellfarbene Fondantsorten vorbereitet, rolle diese aus, präge den Fondant mit verschiedenen Prägematten, schneide kleine Vierecke mit einem Maß von 4x4 cm aus, die ich anschließend mit essbarem Zuckerkleber auf dem Cakeboard festklebe. Das Cakeboard ist übrigens eine Kaperplatte mit einer Dicke von 10 mm. Wo ihr diese kaufen könnt, findet ihr verlinkt in der Infobox. Ich finde diese super praktisch. Die Kaperplatten lassen sich nämlich mit einem Bastelskalpell oder Cuttermesser immer individuell auf die passende Größe zurechtschneiden. Den überstehenden Rand schneide ich vorsichtig mit meinem Marzipanmesser weg. Gebe schließlich in die Mitte des Cakeboards noch etwas Buttercreme, die Torte oben drauf, die Buttercreme unten drunter, damit die Torte kleben bleibt. Nehme schließlich ein kleines Stück des hellblauen Fondants, gebe hier etwas Wasser dazu und vermische dieses. Ich gebe so viel Wasser dazu, bis ich eine schöne weiche Konsistenz habe. Und damit kitte ich die Lücke des Fondants am hinteren Teil der Torte. Und zu guter Letzt bekommt der Rand des Cakeboards noch ein Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Selbstverständlich könnt ihr die Torte nun noch weiter ausdekorieren, ob mit Namen, Geburtsdatum, Taufdatum oder Alter des Geburtstagskindes. Hier könnt ihr ganz variabel sein und die Torte so gestalten, wie ihr es aktuell benötigt. Die Zuckerperlen, das ist genau diese Mischung, die ich heute für diese Torte verwendet habe. Die gibt es übrigens in meinem Shop zu kaufen. Schaut dazu mal in die Infobox. Es gibt nämlich aktuell einen
Aktionscode, mit dem ihr euch genau diese Box mit genau diesen Perlen versandkostenfrei diese Woche zusenden lassen könnt. Aber natürlich sollen die Mädels nicht zu kurz kommen. Es gibt nämlich nicht nur die Aktionsbox Boy, es gibt natürlich auch die Aktionsbox Girl. Beide Boxen sind diese Woche im Angebot. Schaut auf jeden Fall in die Infobox, da findet ihr den Aktionscode und natürlich auch den Link zu den Streuselboxen. Alle Rezepte, die ich für die Torte verwendet habe, findet ihr ebenfalls in der Infobox und natürlich auch die Materialien, die Arbeitsmaterialien, die ich verwendet habe, falls euch das eine oder andere interessiert. Wenn ihr Fragen habt, kein Thema, stellt sie mir super gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch nun einen wundervollen Montag, einen wunderschönen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.